Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute eine weitere Simulation durchführen. Und zwar haben wir die letzten Stunden am Pendel programmiert. Wir haben also dieses Pendel simuliert, haben den Weg in der Zeit beschrieben, gell? Und ja, dieses Pendel, das ist eine schöne Schwingungsbewegung. Es gibt eine andere in der Physik, gell? Und die Physiker sie lieben die Federn, gell? Und da haben sie eine Bewegung, gell? Also die Bewegung einer Feder mit Last beschrieben, gell? Und weil das auch so eine schöne Schwingungsbewegung dann wird, gell, nennen sie das auch das Federpendel, gell? Und da gibt es einen schönen Artikel wieder auf Wikipedia, wo das beschrieben wird, gell? Und hier haben sie das so auch schön dargestellt, gell, wenn wir also eine solche schöne Feder haben, gell, wir haben eine Masse an der Feder, die Feder selbst sei masselos oder die Masse der Feder sei vernachlässigbar, also hat man nur die Last an der Feder als Masse, gell, und dann, ja, was macht man mit der, gell, also man geht also diese Feder aus der Ruhe bringen, gell? Also man, typischerweise zieht man daran, man könnte sie auch ein bisschen hochheben und dann lässt man das ganze Spiel starten, gell? Irgendwann wird es in der, ja, praktisch stehen bleiben, gell? Aber in unserem Modell gehen wir einfach mal davon aus, dass das eine ideale Feder ist, gell? Dass wir keine Energieverluste haben, dass wir, ja, dass wir auch keine Luftwiderstände haben, gell? Dass wir also nichts haben, was uns die Energie hier auffrisst, und dann würde das so schön weiter schwingen bis in alle Ewigkeit, gell? Und genau das wollen wir jetzt berechnen, gell? Also wir wollen diese Bewegung dieser Masse an der Feder berechnen, wenn wir hier an der Feder etwas ziehen und das Ganze dann loslassen, gell? Und so wie wir das Pendel berechnet haben, dort haben wir dann auch mit Differenzengleichungen Schritt für Schritt ausgerechnet, wo die Reise hingeht, gell, wollen wir das auch hier machen. Wir wollen also den Weg beschreiben, die Position in der Zeit. Wir wollen also dieses S von T beschreiben. Und ja, das können wir beschreiben, können wir ausrechnen, gell, und dann am Ende auch, ja, so ausgeben, dass wir es in eine Tabelle bringen können und das Ergebnis dann darstellen können in einem Diagramm, gell. Und dann werden wir sehen, dass das nicht vergebens Pendel heißt, gell, sondern dass das einen Grund hat, gell. Wir wollen also nicht das machen, was ihr in Physik gemacht habt. In Physik habt ihr ja die Berechnungen gemacht, gell, wo ihr dann ausgerechnet habt, ja, was zum Beispiel eben wie die Frequenz oder die Periode dann ist, gell. Also da hat man solche Sachen gemacht, das wollen wir nicht machen. Uns interessiert nicht die Frequenz, interessiert mehr, wir wollen die Bewegung in der Zeit ausrechnen, gell. Und ja, wir werden dafür nicht Differentialgleichungen verwenden, sondern wir werden Differenzengleichungen verwenden, so wie bei unseren vorhergehenden Beispielen, gell? Also, Physikhefte raus, gell? Was brauchen wir? Wir brauchen die Kräfte, gell? Und die Kräfte, die kennen wir bei der Feder, gell? Und wenn wir die Kraft haben, haben wir die Beschleunigung. Wenn wir die Beschleunigung haben, haben wir die Änderung der Geschwindigkeit und jeweils die neue Geschwindigkeit, gell, daraus die Änderung der Strecke, gell? Und dann die neue Strecke bzw. Position, gell? Jo, gute Arbeit.